Das muss so viel spannender gewesen sein, wenn man dabei gewesen ist. Mann, ich ärgere mich einfach. Oh, ich hätte das... Oh, Mann. Und wir schauen ganz kurz den Mango wieder. Also ganz kurz, das Video geht einfach mal... Das Video geht länger als eine Schulzeit. Das wird dauern. Ich bin gespannt. Aber vor allem, ich bin gespannt, was alles gezeigt wird. Freue mich sehr. Ich freue mich schon, wenn 40 der 50 Minuten einfach Papa Platte sind. Davon gehe ich mal aus. Der diesmal ganz klar dominiert hat. Hand aufs Herz. So. Wie Deutschland R-Plays für immer verendete von RVN Mango. Wie auch schon das vorherige Video. Diesmal aber ein bisschen pünktlicher als Jahre später. Und diesmal, wir gehen einfach mal rein, weil wir haben ein bisschen was vor uns. Es ist der 19. Juli 2023 in Deutschland und im Internet. Wir befinden uns mitten in einer Hitzewelle, die das Betreiben eines Gaming-PCs im eigenen Zimmer zu einer Lebensgefahr macht. Die größte Sensation in der digitalen Welt ist das fortlaufende sich selbst auseinandernehmen der Plattform Twitter und in den Tiefen einiger Foren machen sich immer noch Leute über irgend so ein U-Boot lustig. Und inmitten einer lethargischen Gesamtstimmung quillte aus dem Nichts zwischen Wassereis und Vogelgezwitscher auf Reddit dieser Post hier hervor. Ein Video mit der Überschrift Better Late Than Never. r/plays. Aber es war gar nicht late, es war eigentlich viel zu früh. Und es sollte nur von der API-Problematik ablenken. Ein Datum, der 20. Juli, morgen. Und plötzlich ging es alles wieder los. Nicht mal zwei Jahre zuvor hatte man bereits tausende Deutsche versammelt, um in der 2022er Version von r/plays alle 5 Minuten einen Pixel für die schwarz-rot-goldene Flagge zu setzen. Und auch diesmal sollte es nicht anders sein. In ganz Deutschland läutete man die Alarmglocken. Subreddits, Twitter-Communities und Streamer wurden mobilisiert, um sich vorzubereiten. Doch dass dieses Jahr alles etwas anders werden sollte, ausgelöst durch eben genau diese Reaktion, konnte noch niemand ahnen. 24 Stunden nach diesem Announcement folgte fast eine ganze Woche bis oben hin gefüllt mit immensen Emotionen, Zusammenhalt und Zertrennung, Geschichten, die im Vergleich zum letzten Jahr untergingen und Geschichten, die sich für immer im Internet verewigen werden. Und das hier ist meine Nacherzählung dieser 6 epischen Tage. Dies ist die Geschichte davon, wie Deutschland r/plays für immer veränderte. Und dominierte. Das wollen wir nicht vergessen. Komplett dominiert. Auch hier wieder ein Disclaimer. Wenn ihr mit r/plays an sich nichts anfangen könnt, empfiehlt es sich sehr, zuerst dieses Video anzugucken. Link ist oben rechts. Einfach draufklicken und danach zurückkommen, dann versteht ihr deutlich mehr. Und auch hier gilt dasselbe Prinzip vom letzten Jahr. Bitte verwechselt eventbezogene Rhetorik nicht mit Kriegsverherrlichung oder Geschichtsverzerrung. Wichtig. Okay. Um nachvollziehen zu können, warum genau Deutschland r/plays verändern würde, müssen... Es war auch ein bisschen komisch, ne? Deutschland hat Indien angegriffen. War alles ein bisschen, die Rhetorik war schwierig in der Zeit, ja, aber wenn man Bescheid wusste, dann war das eigentlich ganz gut. Ja, also schwierig. Okay. Um nachvollziehen zu können, warum genau Deutschland r/plays verändern würde, müssen wir in den 24 Stunden vor dem Start beginnen. Wie auch letztes Jahr gab es für alle Aktionen, die deutsche Community betrafen, eine Zentrale, den Subreddit r/plays.de und den dazugehörigen Discord. Ja. Und während sich letztes Jahr auf dem Discord noch 17.000 Nutzer am Ende des Events zusammengefunden hatten, kamen dieses Jahr in den 24 Stunden nach dem Announcement allein 40.000 neue Nutzer dazu, die sich innerhalb von wenigen Stunden besser organisierten als ganze Regierung. Noch vor dem Start kursierten bereits Reddit-Posts der Deutschen auf r/plays, wie sie sich in der Kommandozentrale, einem Voice-Channel, mit Tausenden versammelten und die Kommentare wurden schnell zu einer Mischung aus ach, die Deutschen wieder und wie zur Hölle soll man so auch gegen sie gewinnen. Auch plant man bereits, wo die Staatsgebiete auf dem noch nicht mal sichtbaren Canvas einzurichten waren. Gemeinsam mit den neuen, jetzt schon organisierten Verbündeten, bestehend aus den Niederlanden und der Nordics-Fraktion, also Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Island. Gemeinsam mit dieser küsteneuropäischen Mega-Allianz wartete man nun also geduldig auf den Start. Und am 20. Juli um 15 Uhr war es endlich soweit. Und diesen Moment kann man nur richtig verstehen, wenn man dabei war. Von daher zeige ich euch an dieser Stelle gerne wieder, wie wir live im Stream auf Twitch genau diese Sekunden erlebten. Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt. Ein neues Jahr, eine neue Aufgabe. 2021 haben wir uns alle versammelt, um etwas Großartiges zu schaffen. Und dieses Jahr sind wir zurück. Am Anfang war es ein bisschen weird, weil die Farbgestaltung dieser Seite... Nun, ja, das war... War am Anfang ein bisschen so... Wir sind alle zurück, um die Farben Schwarz, Rot und Gold quer über den gesamten Canvas zu ballern. Rechts angefangen, nach links rübergezogen. Und wenn er erweitert wird, machen wir weiter. Und wenn es neue Sachen gibt, werden wir einen Weg finden, die deutsche Flagge da drauf zu knallen. Es ist egal wie, wir finden einen Weg. Und wir werden wieder diejenigen sein, wo die amerikanischen Streamer drauf gucken, wo das Subreddit am Ende drauf guckt. Und sie sagen, was zur Hölle ist falsch mit euch? Und genau so war es dann auch. 5, 4, 3, 2, 1. Rein! Oh, es lädt!
Platziere deinen Pixel! Los geht es! Wo sieht man Koordinaten? Also ich meine, hier sammelt sich schon gelb, das ist gut. Das ist der Plan. 90 bis 109 gelb. Aber warte mal, die Koordinaten sind doch das. Egal, ich mache meinen gelben Pixel hier rein. Wir haben definitiv ein Koordinationsproblem. Oh mein Gott, wie schnell! Wie schnell aber! Der ganze Canvas ist noch fucking weiß. Und da oben geht schon wieder nur deutsche Farben durch. Warum ist da oben schwarz-rot-gold? Okay, aber ein Canvas, 5 Minuten Time. Es ist nichts anders. Und so ging es los. Die deutsche Flagge rollte mit Tempomat auf 210 über die Leinwand und machte keine Anstalten, dabei langsamer zu werden. Die linke und rechte Seite waren zu Beginn etwas asymmetrisch, aber das löste man mit Blinker links und Lichthupe recht schnell. Und die fertige Flagge stand innerhalb von 30 Minuten, noch bevor irgendeine andere Fraktion etwas Vergleichbares zustande bringen konnte, bereits fertig da. Die Organisation Geil. Und Planung der letzten 24 Stunden trug direkt Früchte und das, was viele erwarteten... Stegi einfach sofort am Start. Nice. Oder befürchtet. Void allerdings auch, aber Void hatte es schwer dieses Jahr. Je nachdem, aus welchem Land man halt kam, wurde bereits zum Teil Wirklichkeit. Deutschland da sind, war aber. Da sind die Enten, da kommen die Enten reingegossen gerade. Ich weiß nicht, wer das war, aber die waren auch ganz cool eigentlich. War nicht komplett alleine mit ihrer blitzschnellen Herangehensweise, denn auf dem Rest der Leinwand spielte sich ebenfalls Spannendes ab. Frankreich zum Beispiel, das im 2022er Place vor allem zum Ende hin extrem an Stärke gewann, erschien am linken Bildschirmrand mit augenscheinlich ebenfalls massiven Plänen. Auch eine Ukraine-Flagge spawnte inmitten des Chaos erneut und zog sich in die Breite. Aber überall Deutschland-Flaggen. Ganz oben die, hier eine, da eine kleine, überall. Wenn auch etwas in Konfrontation mit einem der zwei Voids, eine schwarze Ansammlung von Pixeln, deren einzige Aufgabe es ist, zu zerstören, was sich ihnen in den Weg legt. Nördlich der deutschen Flagge fanden sich auch wie geplant die Niederländer wieder, die man in der deutschen Community bei der Errichtung ihrer Flagge und der orangenen Verwechslungsgefahrregion tatkräftig unterstützte. Ebenso ging es mit den Nordics los, die ganz konträr zu ihrem Echtweltauftreten etwas Startschwierigkeiten hatten. Als die deutsche Flagge stand, trat auch dort der vorher schon geschlossene Bündnisfall ein und nach offiziellem Call wurden die Flaggen gemeinsam in alle Himmelsrichtungen erweitert. Doch vor allem erschien eines. Warte, und hier sieht man schon Rosins Restaurant. Da sieht man aber schon und Rosins Restaurant wurde immer wieder übermalt und kam immer wieder irgendwo rein. Es ist einfach so sinnlos, so herrlich sinnlos. Es ist aber ein Traum. Himmelsrichtung erweitert. Doch vor allem erschien eines quer über den Canvas verteilt. NNO kommt da langsam rein. Schriftzüge, die Worte Fuck Spess beinhalteten. Und das muss man einmal erklären, denn es ist für diese Ausgabe von Ask/Plays ziemlich wichtig. Spess ist der Nutzername des CEOs von Reddit, Steve Huffman, und dieser hat vor kurzem den API-Zugriff auf Reddits Daten kostenpflichtig gemacht und damit viele, teilweise besonders bei Vollzeit-Reddit-Nutzern, sehr beliebte Third-Party-Apps getötet. Das kam alles andere als gut bei der Community an und so kam es vor einigen Monaten auch zu dem sogenannten Blackout, wo zahllose Subreddits in Protest zeitweise oder auch gänzlich den Zugang für alle sperrten, damit Nutzerzahlen und Werbeeinnahmen sinken, um ein Zeichen zu setzen. Viele vermuteten, dass Reddit r/plays auch genau deswegen zu diesem unüblichen Datum nach nur einem Jahr mitten im Juli, anstatt wie sonst am 1. April zurückbrachte, als ein Versuch, um sich bei der Community zu entschuldigen und um sie zu besänftigen. Nun, dieser Ansatz ging mehr nach hinten los als ein E-Auto im Rückwärtsgang, denn diese ganzen Schriftzüge werden weder die letzten noch die prominentesten sein, die wir in diesem Video noch zu sehen bekommen. Ja. Jetzt wisst ihr aber auf jeden Fall, was sie bedeuten. Doch kommen wir zurück zur deutschen Flagge. Vielleicht ist es euch in den Clips zu Herrn Hyperkapitalismus schon aufgefallen, mitten zwischen den kleinen Communities und schwarzen Pixelansammlungen bildete sich eine kleine, zweite deutsche Flagge, die nicht vom Discord geplant war, scheinbar keine große Allianz oder Gruppierung hinter sich hatte oder in irgendeiner Art und Weise einen konkreten Plan zu haben schien und trotzdem demonstrierte sie unfreiwillig etwas, das den Rest des gesamten r/plays-Events 2023 für Deutschland komplett neu definieren sollte. Mhm. Das Void wich hier aus. Guck mal, selbst die kleine Deutschlandflagge wird geskippt vom Void. Warte, Moment. Warum Pixel verschwenden? Das Void skippt die kleine Deutschlandflagge? Haben die Angst? Sogar vor denen? Einfach so Grundrespekt aus dem letzten Jahr, oder was? Oh mein Gott. Das Void, das keine Ausnahme macht, das einfach alles schwarz macht, hat Respekt vor der kleinen Deutschlandflagge. Es sind verlorene Pixel. Oh mein Gott. Ganz ehrlich. Das ist ja lächerlich. Diese Umstände ließen eigentlich nur eines vermuten. Nach dem letzten Jahr und nach allem, was die Deutschen in den letzten 24 Stunden schon fabrizierten, hatte man schlichtweg Angst vor den schwarz-rot-goldenen Pixeln. Überlagern bringt eh nichts, sie holen es sich eh zurück und wenn wir Pech haben, holen sie sich noch mehr. Und diese Mentalität, diese Mischung aus Angst und Respekt in den Köpfen der anderen Pixler sorgte dafür, dass auch die eigentliche Flagge der Deutschen komplett in Ruhe gelassen wurde. Und das war ein Umstand, den man selbstverständlich so gut wie möglich zum eigenen Vorteil nutzte. Und nachdem die harte Arbeit der Errichtung der eigenen Flagge und 5 anderer Flaggen erstmal abgeschlossen war, entschied man sich, wie all die Jahre zuvor auch, das zu machen, was nach so viel Arbeit nur sinnvoll ist, wieder mal mehr Arbeit.
Es ging also an die traditionelle Dekoration der Flagge. Direkt zu Beginn setzte man auch mit der deutschen Community ein Zeichen gegen Steve, das Kapitalistenschwein. Und gleichzeitig ließ man auch im übertragenen Sinne das wohl ikonischste Dekorationselement der Deutschlandflagge 2022 wiederkehren. Es folgte ein Getränk, von dessen Namen ich erwartet hatte, dass es deutlich öfter in Trollversuche der Spes-Schriftzüge involviert sein würde. Oh, als auch ein Ottifant, der nach reichlicher Überlegung und erst einigem Widerstand im Discord, weil man sich in Deutschland gerne aus Prinzip gegen neue Sachen wehrt, eine Skibrille in Anlehnung an Ottos und Chiagos Kooperation in einem zu diesem Zeitpunkt reichlich viral gehendem Lied über Jungs aus Friesland aufgesetzt bekam, als auch eine Genehmigung erhielt, sich genüsslich ein paar Schlücke Spezi schmecken zu lassen. In gesetzestreuer Manier wurde anschließend Grundgesetz Artikel 1 in aktuell gesellschaftlich relevanten Sprachen in die Nähe gedruckt und Jules erhielt für sein Video zu dem Place-Phänomen sein Pikachu auf der Flagge, nicht viel später gejoint von einer Mango repräsentativ für meine Version, für die ich immer noch mega dankbar bin an die Voll geil. Verteilt auf der Flagge entstanden noch einige andere Artworks nach und nach, bis ein Großteil bereits mit Motiven gedeckt war. In dieser Anfangsphase lief die Kommunikation auf Hochtouren und Schnelligkeit. Leibniz Butterkoks. Boah, der Schriftzug immer. Oh, das Leibniz Butterkeck. Das war so schön. Über Präzision priorisiert, sodass einige Artworks noch ausbaufähig, aber immerhin erstmal zu sehen waren. Aber vor allem passierte rund um die deutsche Flagge eines. Ja, guck mal, unser Gronkh TV ist auch schon da. Ja, das Dix ist auch da. Hier ist der Pete's Meat Controller. Oh, schön. Ach, das hat Spaß gemacht. Gar nichts. Dazu trug unter anderem auch die Existenz der demilitarisierten Zone bei. Das war dieser gelbe Streifen unter der deutschen Flagge, der ursprünglich aus falsch gesetzten Pixeln für die Flagge selbst entstand. Denn als man sich organisierte, wurde der untere gelbe Bereich eigentlich abandoned, doch ein Haufen deutscher Pixler setzte den Streifen anscheinend trotz bereits fertig darüber hängender Deutschlandflagge fort. Und da man nicht wirklich wusste, was damit zu tun war, umrandete man den Streifen einfach schwarz und benutzte ihn erstmal als eine Art Pufferzone, unter der auch andere starke Parteien wie Frankreich stockten. Die DMZ fütterte die Theorie, welche die Situation zwischen dem Void und der kleinen Deutschlandflagge schon vermuten ließ, weiter. So ganz... Dieser Pikachu, den er noch immer... Entschuldigung, ich weiß, der Jules Pikachu, ja, aber der immer, wo immer die ganzen Popel rauskamen und so. Erklärt das aber immer noch nicht, warum nicht mal jemand vielleicht Unwissendes versuchte, an irgendeinem Ende der Flagge anzugreifen. Naja, und das lag vermutlich daran, dass es bei dem, was die Deutschen auch außerhalb des Canvas trieben, schwer war, nichts mitzubekommen. Denn was Planung und Bürokratie anging, haben die Deutschen es auch während alle schon lief für die Verhältnisse des Events mal wieder komplett übertrieben. Fast 80.000 Bilder, die mitarbeiteten, 41.000 davon aktiv bei der Nachtwache dabei, im absoluten Peak saßen 6.500 Leute gleichzeitig in einem Voice-Call, wodurch Discords Infrastruktur so sehr litt, dass nur für die Deutschen der Server auf einen eigenen Cluster umverlagert wurde, denn 115.000 User schrieben über 600.000 Nachrichten und saßen 23 Jahre lang in Voice-Calls, um pixelgenau herausgegebene Vorlagen 1:1 auf den Canvas zu pixeln, und als auch das nicht mehr reichte, programmierte man ein eigenes Overlay, das direkt auf r/place genau zeigte, wo welcher Pixel hingehörte, und all das kulminierte gemeinsam in einer großen, reibungslos laufenden Maschine, die über alles rüberfuhr, was sich ihr in den Weg stellte und in den vergangenen Stunden als auch in den noch kommenden ein Gegner war, den niemand, egal ob Nation oder Streamer, sich leisten konnte, zu unterschätzen. Und in Anbetracht dieser ganzen Umstände war es auch nicht sonderlich verwunderlich, dass man lieber vorsichtig war, wenn man versuchte, den Deutschen an ihr virtuelles Bein zu pissen. Ganz so einfach wurde es dann aber doch nicht. Denn nicht auf der eigenen Flagge, aber schon ein Traum. Nahe, nämlich einfach in Schweden, ein Traum. Erschien ein Void des spanischen Streamers Rubio. Wenn Leute einfach Bock auf etwas haben, weißt du? Wenn Leute einfach Bock auf etwas haben, es geht doch. Es geht doch. Wenn du nicht auf die Bahn angewiesen bist oder auf irgendeine andere Scheiße oder so und bla. So nämlich. Planungsland Deutsch, ja, aber guck mal, wie das funktionieren kann auch. Junge, da ist so viel Potenzial einfach vorhanden. Warte, ich mach nochmal ein bisschen zurück. Auf der eigenen Flagge, aber schon bedrohlich nahe, nämlich in Schweden, erschien ein Void des spanischen Streamers Rubius, der auch schon letztes Jahr auf r/place mitmischte. Ah, ja, dieses wurde zu diesem Zeitpunkt von wahrscheinlich 50.000 Viewern aktiv unterstützt. Und ob Angst vor Deutschland oder nicht, das war eine Zahl, die man nicht ignorieren konnte. Also versuchte man gemeinsam mit den Bündnispartnern gegen anzukämpfen. Verbotszone in seinem Chat zu etablieren. Void! 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 Was zum Fick? Das grinsende rote Gesicht, guckt durch. Oh mein Gott! Dagegen gehen! Wie es aus dem Nichts kam und sofort dieses grinsende Gesicht auftaucht. Oh mein Gott! Weg damit, schließt das Void! Das ist Boner Kebab schon wieder. Oh mein Gott. Okay, dann hält's nicht lang, aber wir gehen gegen an. Mal sehen, ob wir es schaffen. Wenn wir das schaffen, dann können wir alles schaffen auf dem Canvas. Guck mal, wie das schon wieder zugeht. Let's go! Let's go, alle rein da! Oh, wir kommen gut gegen an. Wir kommen wirklich gut gegen an. Guckt euch das an. Richtig nice. Oben rechts ist ein russischer 12K-Streamer. Dafür ist das ein ganz schön klägliches Ergebnis. Er ist es also. Wir werden von Dick angewichst. Die wichtigen Calls.
Also die sind nicht weg, aber er direkt hat aufgegeben. Auf Twitch sperren lassen. Oder? Ich glaube, er hat aufgegeben. Also er ist immer noch drauf mit der Kamera, aber ich glaube, er hat aufgegeben. Aber wir müssen weiter gegenpixeln. Aber das heißt, er hört damit auf und da formt sich das Neue. Ja, oh Gott, okay, wir müssen jetzt irgendwie an zwei Fronten kämpfen. Welche Seite zuerst? Das ist eine gute Frage. Ich würde so eine Balance machen aus beiden. Also das sieht gerade erstmal gut aus. Das Problem ist, der hier, der ist größer. Der hier, der schafft irgendwie nichts. Ich habe das Gefühl, der expandiert nicht explosionsartig. Der hier kann explosionsartig. Ihr habt ganz genau. Okay, alles hier. Okay. Oh mein Gott, du willst das hier verteidigen. Ja. Hier rein. Alle den Pixel hier reinsetzen. Erstmal das hier weg. Ja, sehr gut. Mehr blau. Je weiter sie rausgehen, umso mehr Pixel verbrauchen sie. Ja. Macht es so. Ja, guck mal, er hat keine Chance. Der schafft es nicht mehr, Schweden und oder Norwegen hier zu holen. Der sein Void wird jetzt schon wieder übermalt. Let's fucking go. Wer die Pixelation noch nicht versteht, es ist einfach Spaß. Es ist einfach Spaß und es ist natürlich auch ein bisschen Wettbewerb gegeneinander. Aber halt für viele im freundschaftlichen Sinne, ja, außer für Leute, die hier reinkommen und sagen, du DB-Nerd. Also für die meisten, glaube ich, im freundschaftlichen Sinne, aber natürlich trotzdem geht es um was. Es ist auf jeden Fall ist das Kunst. Das sind so viele Menschen rund um die Welt, die da mitmachen. Ein Kunstwerk, das sich quasi die ganze Zeit, das lebt, das sich ständig verändert und am Ende einfach wieder auflöst. Das ist schon geil. Ja, das ist ein sehr geiles Event. Ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal mitgemacht und es hat mich schon ein bisschen geflasht. Ich glaube, nächstes Jahr kann man ein bisschen mehr reingehen. Ne, wenn man weiß, wann es stattfindet und vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf hat, das wäre ganz cool. Wir haben 50.000 Zuschauerstreamer abgewehrt. Das ist ein zähner Stärkebeweis. Ich würde sagen, wir lassen die Schweden das jetzt selbst wieder heilpixeln, weil ich glaube, er hat aufgegeben. Und wir kümmern uns hier drum, dass der mal sein Maul hält hier. Und so bestätigte sich, dass das deutsche Großbündnis sogar gegen eine 50.000 Pixel starke Armee eines Streamers schnell reagieren und bestehen konnte. Sehr schnell merkte man, dass das Kräfteverhältnis, das letztes Jahr noch die Streamer begünstigte, sich zu verändern schien. Und für die deutsche Community macht es den Eindruck... Aber dieses Jahr haben ja auch verschiedene Parteien zusammengearbeitet bei sowas. Gerade beim Void sind halt viele Leute gegengegangen. Auch viele Parteien, die sich selber gar nicht, die untereinander nicht kommuniziert haben. Ne, also wenn zum Beispiel dann die Schweden gegengehen oder jetzt ein paar Deutsche oder vielleicht auch Place.de mal ausgeholfen hat und so. Das sind ja schon mehrere, sodass halt die Streamer nicht mehr komplett dominieren. Aber auch manche Streamer haben halt ausgeholfen. Das geht ja auch. Als könnte man genau, niemand mag das Void. Dieses Jahr vielleicht gegen alles bestehen. Niemand und mag bevor das. Diese Hypothese überprüft wurde, könnten wir uns erst einmal angucken, was definitiv nicht gegen Streamer bestehen konnte. Denn da gab es zum Beispiel die türkische und die indische Flagge, die noch am gleichen Abend unter dem deutschen Streamer Papa Platte und seinen unfassbar kranken Viewerzahlen über das Place-Event verteilt leiden mussten. Ich weiß, letztes Jahr habe ich in diesem Video keine großen von der deutschen Flagge losgelösten Streamer-Aktionen mit eingeschlossen und ich weiß auch, dass einige nicht sonderlich begeistert von ihnen waren. Was jedoch kein Mensch, der dieses Jahr dabei war, leugnen kann und auch die meisten von euch, denke ich, nachdem ihr das Video zu Ende geguckt habt, einsehen werdet, ist, dass die internationalen Streamer einer der wenigen Akteure auf dem Pixel-Schlachtfeld waren, die dafür sorgten, dass r/Plays 2023 keine 1:1-Kopie, wenn nicht sogar ein Downgrade von r/Plays 2022 wurde. Lasst mich als kleinen Vorgeschmack die ersten beiden Geschichten etwas erläutern. Da es ein schönes Relikt aus der Kindheit ist und weil viele Zuschauer sich auch positiv daran erinnerten, entschied sich der Mann, der durch in Autotune getränkte Schlagerlieder über Alkohol auf Spotify bekannt wurde und seit neuestem auch auf Twitch streamt, dass er gerne ein riesengroßes Togo-Logo bauen möchte. So, und jetzt machen wir ein kleines Quiz. Wenn ihr euch die untere Hälfte des Canvas so anguckt, fallen euch bestimmt viele offene Spots auf, an denen man ohne großen Aufwand perfekt ein großes Logo hinbauen könnte. Und jetzt ratet doch mal, welche dieser Stellen Papa Platte sich ausgesucht hat. Richtig, die Indien-Flagge. Welche Synapse für diese Entscheidung zuständig war, weiß ich nicht, ist an dieser Stelle aber ehrlich gesagt auch reichlich egal. Denn in den folgenden 2 Stunden entbrannte so ein Kampf zwischen einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern und einem... Klingt schon sehr kritisch. Ich bin ehrlich, wir haben das ja miterlebt. Ich fand's halt lustig. Ich fand's ultra lustig. Ja, aber die Inder haben sich das auch zurückgeholt am nächsten. Ich will nicht spoilern, ne, aber die Inder haben sich das, die konnten nicht bestehen gegen die Papa-Platte-Zuschauer. Wir haben einen Sonic dazu gespendet, der kommt, ist auch nicht zu sehen. Aber die Inder haben dann gewartet, bis es in Deutschland Nacht ist, ne, und haben dann um 9 Uhr morgens quasi zurückgeschlagen. Totalprodukt von 795 Milliarden 989 Millionen 974.937 Twitch-Subs von Kevin. Gefühlt ewig kämpften die deutschen Zuschauer darum, das Logo, das repräsentativ für ihre begeistert geschauten Kindersendungen stand, zu verewigen. Begannen erst die indische Flagge in eine weiße Fläche zu verwandeln, in der Hoffnung, dass Indien dadurch schon aufgeben würde. Doch selbst eine Stunde nach Beginn war die zentralasiatische Wachstumsnation noch nicht einmal annähernd bereit aufzugeben, kam nach ewigem Hin und Her endlich zurück und die Farben der indischen Flagge waren das erste Mal wieder schemenhaft zu erkennen, als wären sie der Rückkehr und vielleicht sogar dem Sieg extrem nah. Und dann
fiel in Teilen Indiens der Strom aus. Ja, wir müssen Indien zu unserem Update. Werkzeug machen. Wir haben jetzt gerade, oh mein Gott, das gibt's nicht. Guck mal in den Channel nochmal rein. Ja. Wir haben jetzt gerade freie Bahn. In Indien ist Stromausfall. Bei Jack the Jet ist Stromausfall. Es hat gerade heftig geregnet. Guck, Power went down because it's raining like crazy. Oh, das ist Power went down, das ist bitter. Das ist super bitter. Und so entstand das Togo-Logo irgendwann ohne große Gegenwehr. Dann steht gerade der Lurch. Und ohne diese Geschichte. Dann steht der Gronk-Lurch gerade. Das war aber nicht der einzige Auftritt vom deutschen Streamer-Hype-Mind zu diesem Zeitpunkt. Am anderen Ende der Leinwand gab es nämlich auch noch einen Kampf zu führen. Dort befand sich die Türkei-Flagge, die bisher nur dadurch auffiel, dass sie ihren Stern nicht so wirklich präzise hinbekam. Und dafür, die fiel noch dadurch auf, dass die da unten das kleine Mond und Stern und so, aber die haben sich halt immer mehr andere Sachen überschrieben. Und bei Technoblade war Ende. Als sie die Technoblade angegriffen haben, hier oben rechts zu sehen, da war dann Ende. Für sie übrigens auch noch weitaus länger bekannt sein würden. Jetzt machten sie sich aber auch noch unbeliebt, da einige rote Pixel sich in das angrenzende Memorial des verstorbenen Minecraft-Spielers Technoblade verirrten. Ja. Das geschah so lange und wurde so bedrohlich, dass man sich kollektiv entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Und dem Stream von Gronkh entsprang dann wohl die beste Idee zur Vergeltung. Die Türkei-Flagge ist bereits größtenteils rot-weiß, also machen wir doch einfach das deutsche Bahn-Logo drauf. Ja, und anstatt dass jemand dieser Person Nein, what the fuck gesagt hat, hat irgendjemand Boah, geile Idee gesagt. Und so kam es zu dieser Krönung der Trollkunst. Well, lila Pixel ist die Grief-Farbe dieses Jahr. Das ist Kevin? Irgendwie anderen deutschen Streamer noch kurz Bescheid sagen, dass wir wirklich mal kurz die Türkei in den Mangel nehmen, damit die checken, dass Technoblade in Ruhe gelassen werden muss. Ich glaube, das checken schon alle, oder? Okay, die Aktion, die jetzt so, da gibt schon Sinn. Weil die ganze Zeit hier am Ficken sind und die ganze Zeit irgendwie expandieren wollen. Es ist aber so gut. Es ist so funny. Gut. Da kommt jetzt wirklich die B hin, oder was? Hey, und es ging so schnell. Es wurde so schnell zementiert. So schnell ist nie ein Zug da gewesen. Never. Alter, das war so eine gute Trollaktion. Die Deutsche Bahn einfach. Deutsche Bahn. Einmal pünktlich, wenn sie es sein musste. Das Beste, was die DB je geleistet hat. Ja, wirklich. Oh, schön. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich gut. Im Technoblade Subreddit sind die neuen Sachen alle nur Türken, die sich entschuldigen. What? No way. I'm Turk, we are sorry for attacking. Beziehungsweise für den Technoblade turned Turkey into Deutsche Bahn-Logo. Turkey got instant karma. Hi, I'm coming from Turkey. Some idiots attacking Technoblade. We are sorry. I'm from Turkey. We are sorry for attack. All Turks don't attack Technoblade. I've come from Turkey. We are not attacking you. The attackers using red. Don't get me wrong. Also, wir hatten andere Türken im Chat. Waren nicht so viele. Ja, hätten mehr sein können. Aber wir hatten andere Leute im Chat bei uns. Die haben andere Sachen geschrieben. Der eine wollte Züge f***en unbedingt. Ich weiß nicht, warum. Ich hoffe, es ist ihm gelungen. Ja, ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, er hat einen schönen Abend an diesem Tag. Vielleicht mit einer schönen Dampflok oder so. Ich weiß nicht. Ein bisschen Peanut Butter oder so. Keine Ahnung, was man da verwendet. Ja. You're wrong, thank you. Ey, aber wie nice. Oh. It's not us attacking. Godspeed. Technoblade never dies. Okay. Okay. Und während all diese Dinge auf dem Canvas entstanden und es langsam Abend wurde, stand die deutsche Flagge am oberen Rand der meisten Bildschirme so fest, dass es schwierig war, auch nur einen Makel auf ihr zu erkennen. Schön verbildlicht von diesem Reddit-Post, der auch etwa zu dieser Zeit auftaucht und im Titel schreibt, es ist schwieriger, den Deutschen zu helfen, als sie anzugreifen. Da es nun aber dunkel wurde in Deutschland, erwarteten viele, wie auch letztes Jahr, dass über Nacht einige Bereiche zurückgeklemmt werden würden. Bei unseren Verbündeten im Norden war das Ganze auch recht schnell deutlich zu beobachten, als ein Großteil der orangenen Fläche sich in ein Sammelsurium für Kleinstkunst verwandelte. Oh. Und während diese Willkür in den Niederlanden wütete, kam das Ausmaß der nächtlichen Anarchie auf der deutschen Flagge ganz anders zum Vorschein. Irgendjemand pixelte Blumen ästhetisch korrekt an das kein Tempolimit-Schild und ließ diese subtil in die DMZ wachsen. Voll schön. Das war alles. Mehr geschah nicht. Und auch wenn es an dieser Stelle nahe liegt zu vermuten, dass sich daran nichts mehr ändern würde, folgte bald darauf Tag 2 und der brachte Veränderung. Die Sonne ging wieder auf und das bisschen Gepixel, das nicht genehmigt war, wurde selbstverständlich mit Schichtbeginn um 8 Uhr entfernt. Und aber die Blumen. Vor der Mittagspause gab es bereits die ersten neuen Arbeitscalls, bestehend aus Artwork-Umgestaltung, damit mehr Platz entsteht, und neuen Kunstwerken, die teilweise wirklich zu viel Diskussion brauchten, um ihren Platz auf der Flagge zu bekommen. Looking at you, fuck AfD-Logo, das übrigens auch auf der Heatmap, auf der die am meisten bearbeiteten Pixel heller markiert sind, deutlich heraussticht, da immer wieder versucht wurde, es zumindest unleserlich zu machen. Doch durch tausende Instandhalter kommt niemand durch. Der zweite Tag begann für die Deutschen der Hauptflagge erstmal gemächlich. Das Hauptprojekt des Morgens bestand darin, der DMZ endlich etwas Charakter zu geben, und in feinste alte Herren-Kellerkultur wurde diese in ein Gemeinschaftsprojekt europäischer Länder umgewandelt, die alle den für ihr Land typischen Zug auf dem Streifen hinterlassen durften. Das war auch sehr schön. Damit war im Norden also eine entspannte Aufgabe gestellt, das sah auf dem Rest der Karte aber anders aus. Die inoffizielle Südflagge, wie man sie inzwischen nannte, setzte sich komplett... Der Void und die Amogusse. Guck dir einfach die ganzen Amogusse an. Also der Void hat sein Ding getan und so, und da wurde er irgendwann eingekesselt und bla, dann war der irgendwie hier
Und dann hier einfach, Alter, die Amogus sind, boah, schlimmer als Void, aber ich feiere das einfach. Ich weiß nicht warum, ich liebe es, wenn man da so, wenn man da irgendwo so reinzoomt und du siehst, irgendwo versteckt immer Amogus oder dass irgendwelche Muster komplett aus denen entstanden sind. Voll geil. Das war beim Technoblade Memorial Ding, na, hat Papa Platte ja auch ein großes gemacht und da waren auch super viele. Voll gut. Offizielle Hilfe gegen ein weiteres Experiment des Streamers Rubius durch und dann kam es zu einem der wahrscheinlich rationalsten Plays des Startcanvas. Denn wenn ihr euch den gesamten Bereich jetzt mal so anguckt, ja, was meint ihr, würde hier mega sick aussehen? Und viele von euch würden jetzt bestimmt super clevere und berechtigte Dinge antworten, wie große Artworks von kulturell relevanten Dingen, vielleicht auch... Was die Admins immer gelöscht haben. Clevere und berechtigte Dinge antworten, ja. Wie große Artworks von kulturell relevanten Dingen, vielleicht auch mehr Gaming-Referenzen. Oder einige würden vielleicht sogar spekulieren, dass ein größerer Canvas eine schöne Sache wäre. Der Lurch ist größer. Es ist 9 Uhr, die Inder greifen gerade an. Da war es 9 Uhr. Und der Lurch hat seinen Körper. Und was denken sich Jan Philipp, Sören, Paul und Niklas irgendwo tief in Hessen um 9 Uhr morgens? Boah, weißt du was? Die USA-Flagge hier, die hier, würde übel nice in Schwarz-Rot-Gold aussehen. Und aus den paar Pixeln machte das deutsche Hive-Mind das eine, und damit meine ich wirklich das eine, was niemand von euch eben auf die Frage, was hier noch fehlt, geantwortet hat, noch eine Deutschlandflagge. Und innerhalb eines Tages gab es plötzlich dieses Ding mitten auf dem Canvas, von dem wieder niemand wusste, wie sie da eigentlich hingekommen ist, und wieder wurde es relativ in Ruhe gelassen. Deutsche, wirklich. Zwar blieb diese Flagge nicht bis zum Ende bestehen, aber als ein Zeichen an alle anderen diente sie allemal. Vorerst passierte aber nicht mehr in dieser Ecke und schon bald verschob sich die Aufmerksamkeit eh gewaltig, denn am Nachmittag des zweiten Tags folgte erneut eine Erweiterung, die zwar erwartet war, aber trotzdem nicht wie erwartet ablief. Warte, ist jetzt wirklich neuer Canvas? Ist jetzt, das sind jetzt so viele, nicht wirklich, oder? Ist es soweit? Es ist soweit, aber diesmal nicht verdoppelt. Das heißt, wir kriegen diesmal einen links, einen rechts. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch! Alter, wie schnell! Pausiert die Subgifts! Geht an die Pixel! Rüber da! Oh mein Gott, wir sind schon wieder so schnell im Vergleich zu allen anderen. Das ist ja widerlich. Deutschland ist so schnell. Guckt euch mal an, wie widerlich das ist. Guck mal hier, die paar Leute so, oh ja, wir fangen an, ein paar Pixel zu machen und Deutschland schon fast fertig. Wir sind fast fertig. Was geht im Discord ab? Canvas oder weiter, einfach nach rechts pixeln. Ist schon gar nicht mehr überraschend. Alle Leute so, oh ja, okay, machen wir jetzt nur. Rüber da! Ich find's so krass, wie Deutschland einfach schon steht. Frankreich hat so einen leichten Anfang unten rechts, aber Deutschland steht einfach schon. Fertig. Ja, deutsche Flagge ist fertig. Fast. Das ist schon wieder, so krank. Es ist genau das gleiche wie letztes Mal, aber es ist so crazy trotzdem. So, neuer Canvas und guckt euch den Vergleich an. Guckt euch den fucking Vergleich an. Mit der Überlegenheit eines perfekt trainierten Kyogres, das einem Glumanda gegenübersteht, demonstrierte die deutsche Community auch mit dieser Erweiterung, dass sie sich alles nehmen würde, was sie bekommen kann. Und das in einem Tempo, in dem niemand mithalten konnte. Geil. Am Ende ging es so schnell, dass man erneut den Niederländern beim gesamten Aufbau ihrer Flagge half, bevor es mit der absoluten Unanfassbarkeit der deutschen Flagge erneut an ein paar neue Dekorationen ging. Neue Ideen und Designs beinhalten unter anderem Bruder muss los und eine 3-Fragezeichen-Kassette. Diese jointen zuerst die Pixelgeschichte, die gerade live entstand. Daneben gab es schon bald eine Sandale mit Socken drin. Etwas, worauf man nun nicht unbedingt stolz sein muss, aber wohl oder übel mit Deutschland assoziiert wird, die charakteristische Glasschüssel, als auch diverse kleinere Artworks. Meister All das geschah übrigens über 5 Stunden verteilt, ohne auch nur einen einzigen Angriff. Und so gab man auch am zweiten Tag den Stab an die Nachtwache ab in Mitteleuropa und viele Pixler legten sich ins Bett. Doch diese Nacht sollte keine leichte werden für unsere koffeingetränkten Helden der Nachtwache. Erst hielt sie nur ein Meme wach, denn wie in dieser schön formatierten 2-seitigen PDF-Datei ausführlich für die Nachwelt festgehalten wurde, bekeckten sich tausende Menschen wohl gleichzeitig so sehr über diesen Spider-Man-Drehstuhl, den einer der tapferen Nachtwache-Soldaten besetzte, dass er fortan zum Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Konversationen wurde und man ihn prompt neben der Instandhaltung der Flagge auf ihr verewigte, zumindest temporär, und so war der Stuhl geboren. Und dieser musste auch direkt performen. Denn das erste Mal seit Beginn des Events näherte sich eine aggressive, sich ausbreitende Macht der deutschen Flagge, die Argentinier. In Südamerika war es zu diesem Zeitpunkt 10 Uhr abends, in Deutschland 3 Uhr nachts. Und der argentinische Streamer El Spreen saß gerade mit zehntausenden Zuschauern live am Canvas und wollte die blau-weiße Masse in den Norden expandieren lassen. Zur Erinnerung, wenn es auf dem Canvas letztes Jahr zu Zusammenstößen von Communities oder Flaggen kam, meist tagsüber, setzte man häufig auf die Abwartentaktik. Denn gegen 60.000 Twitch-Zuschauer konnte man auch auf deutscher Seite tagsüber zwar gegen ankämpfen, aber nicht sofort gewinnen. Und jetzt guckt euch an, was 2023 nur die Nachtwache ausrichtete. Nachdem Indien und die Schweiz besiegt wurden, traf die argentinische Flagge auf die deutsche Flagge. Kurzzeitig konnte sie durchbrechen und bis an den nördlichen Canvasrand vordringen, doch von dem Moment an, an dem ihr Übertritt bemerkt wurde, feuerten die schwarz-rot-goldenen Pixel der Nachtwache zurück und fingen an, die Südamerikaner von zwei Fronten aus anzufressen. Der Kampf war alles andere als einfach und trotzdem brauchte es nicht mal eine Stunde, bis die Invasoren den Klauen des Stuhls nicht mehr standhalten
halten konnten. Und das erste Mal in der deutschen R/Plays-Geschichte schaffte die Nachtwache es, eine Aufgabe zu vollbringen, für die andere Communities ihre gesamte Kapazität gebraucht hätten, sodass um 4 Uhr schon keine Spur der Argentinier mehr auf der deutschen Flagge zu sehen war. Währenddessen machten die Inder übrigens auf ihrem eingeschränkten neuen Staatsgebiet Herzen zu Argentinien, aber weil die Deutschen es einfach können, entstand um 2:30 morgens einfach noch eine deutsche Hive-Mind-Flagge, die aus Frankreich hinaus nochmal in die Argentinier reingrätschte. Vielleicht aus Prinzip, vielleicht auch einer Zufall. Kaum war die Nacht aber vorbei und die Nachtwache abgelöst, ging es auch schon weiter. Wow, denn wie erwartet, öffnete am westlichen Ende der Leinwand ein neuer Canvas, der die bepixelbare Fläche weiter in die Breite zog. Und ganz genauso wie bei allen vorherigen Erweiterungen overperformten die Deutschen in jeglicher Hinsicht. In 15 Minuten war die Flagge komplett erweitert und auf dem gesamten neuen Teil der Leinwand konnte niemand so schön einfach. Es ist aber so schön. Franzosen. Genau mit diesen sollte es an diesem Tag aber auch zu einem klitzekleinen Problem kommen. Denn während nach Fertigstellung der neuen Teile die deutsche Community sich wieder an die Dekoration machte, mit Mauerfall-Memorial, 420-Pflanze und dazugehörigem Lauterbach, als auch noch einigen anderen Kunstwerken, passierte auf der neuen französischen Flagge genauso viel wie auf einem deutschen... Rosins Restaurant, ich sag's ja, taucht immer überall auf. Regierungsgipfel zum Thema Digitalisierung... Nix. Und das machte nicht nur in der deutschen Community viele Pixler verständlicherweise etwas wütend. Warte, ich muss mal kurz zurück. Die französischen Flagge genauso und dazugehörigem Lauterbach als auch noch einigen anderen Kunstwerken passierte auf der neuen französischen Flagge genauso viel wie auf einem deutschen Regierungsgipfel zum Thema Digitalisierung. Ach so. Nix. Und das machte nicht nur in der deutschen Community viele Pixler verständlicherweise etwas wütend. Denn so gerne sind riesige Flaggen schon sowieso nicht gesehen. Wenn sie dann den Canvas halt aber lame, nicht mal bereichern, wirken sie wirklich nur wie große symbolische Handtücher ohne großen Mehrwert. Ja. Und so kam es am dritten Tag zu einer niedergewesenen Aktion, die einen Dominoeffekt sondergleichen auslösen sollte. Unsere zersplitterte Deutschlandfraktion, die nichts mit uns zu tun hat, aus irgendeinem Grund greift jetzt so nach, nachdem wir eben den Friedens-Airbus gebaut haben hier. Oh Mann, Alter. Warum, though? Warum? Das ist Kevin wieder. Oh Mann, Alter, der kann die Ecke doch noch nicht in Ruhe lassen. Schafft er das jetzt wirklich da unten? Er schafft das wirklich? Ich meine, die Franzosen werden jetzt logischerweise denken, dass wir das sind. Oh Mann, der Discord war auch zweigeteilt zwischen warum macht ihr das und endlich. Puh. Ich meine, das bringt halt nichts. Das wird niemals bleiben, oder? Die Diplos klären das, das hoffe ich auch. Zwei Fronten. Oh mein Gott. Das kleine Deutschland fängt auch an. Das kleine Deutschland macht mit dem anderen Deutschland da unten mit. Als ob das jetzt wirklich passiert. Das heißt, Papa Platte greift da unten an, die Mini-Deutschen hier oben greifen an, das Void geht auch drüber, alle sehen das gerade als Zeichen der Schwäche und gehen jetzt auf die französische Flagge. Also an sich ist das natürlich nicht gut, aber es ist wenigstens mal spannend. Es passiert wenigstens mal irgendwas, was bisher nicht passiert ist. I mean, es ist unmöglich. Aber haben die später noch drüben so einen Eiffelturm oder sowas gebaut? Discord Voting. Oh mein Gott, es ist 50-50. Da wir nur den Franzosen helfen können, unseren Ruf verteidigen, würden wir die linke französische Flagge gegen die falsche deutsche Flagge schützen. Die französische Flagge soll gefixt werden. Honestly, ich find's gerade spannend. Es voten noch mehr Leute dagegen als dafür. Oh mein Gott, die Leute sind... Oh mein Gott, guckt euch den Discord an. Guckt euch das da unten an, wie die Votes durchballern. 1700 dagegen, 1400 dafür zu helfen. Die Frankreich-Flagge ist sonst leer, das stimmt halt wirklich, ja. Ich meine, die haben noch nicht mal ihre rechte Flagge fertig dekoriert. Okay, 2,4k gegen helfen, 1,7k für helfen. Wisst ihr was, Leute? Ich beschwere mich seit 2 Tagen, dass alles so ist wie immer. Ich setze meinen Pixel hier jetzt auch. Die Österreicher invaden auch. Die Österreicher kommen mit! Einige Leute steigern sich da richtig rein in den Thread dazu. Ihr spinnt, ihr Vaterlandsverräter. Neue Discord-Nachricht. Der aktuelle Plan für die linke französische Flagge ist eine vollständige Community-Übernahme. Außerdem wird auch der Space der untersten deutschen Flagge für Communities freigegeben. Okay! Okay! Das ist der Call! Jetzt kommen die Spanier auch noch. Schwarzes Display. Schwarze Pixel. Oh Junge, die Kommandozentrale füllt sich wieder. Das Void ist freigegeben, Leute. Und so geschah es. Das erste Mal in der Geschichte von R/Plays übernahm eine große Länderfraktion eine andere. Und dass es ausgerechnet die Kombination aus Deutschland und Frankreich sein musste, ist wohl auch kaum abstrakter einzuordnen. Nun, Streamer jointen und planten große Artworks auf der einen Seite der Flagge. Kleine Communities beteiligten sich und überall. Hier noch eine Deutschlandflagge, hier noch eine, da noch eine, da noch eine, da noch zwei, einfach überall. Lagerten andere. Das benachbarte Void streckte seine schwarzen Arme aus und fing an, rote französische Pixel in sich aufzusaugen und es hörte nicht mehr auf. Aus dem eigentlichen Plan, die Flagge nur zu voiden, wurde selbstverständlich am Ende auch nichts, denn natürlich geschah genau das, was zu erwarten war. Eine kleine Deutschlandflagge nach der anderen spawnte auf der oberen Hälfte von Frankreichs neuem Staatsgebiet und mergte nach einiger Zeit in eine große Gesamtfläche, die keinen blauen oder weißen Pixel übrig ließ.
Parallel kam es weiter unten zu dem Shigo-Incident, als die durchaus bekannte Dame aus Kim Possible als gemeinsames Streamer-Projekt von Rubius, Papa Platte und Co. über die Flagge gelegt wurde und sich schnell zu einem Reddit-Mod-Eingriff-Hotspot entwickelte. Ja. Denn wenn das Internet eins gut kann, dann Dinge sexualisieren und tada, über 18 Stunden kämpften random Nutzer aus ganzer Welt darum, Shigo Nippel und einen Penis zu pixeln, die so gut gemacht wurden, dass ich sie euch hier nicht mal zeigen kann, während die Reddit-Mods verzweifelt versuchten, alles wieder und wieder zu entfernen. Ach, die Schwäche der französischen Internet. Flagge auf der linken Seite wurde übrigens noch weiter genutzt, als eine Community unter der Anleitung des Streamers Selbit eines der ersten super eindrucksvollen Kunstwerke seiner Community entstehen ließ und diese gefühlt nebenbei auch nochmal eben die gesamte östliche Flagge der Franzosen komplett voideten, nur weil es witzig war, und das untere Drittel sogar permanent für sich beanspruchen konnten. Der Plan, den noch deutsch gefärbten neu eroberten Space in Community-Fläche Rosins Restaurant. Und zwar dann wurde auch kurz darauf noch in die Tat umgesetzt, aber nicht etwa, weil man es passieren ließ. Nein, es gab einfach plötzlich etwas deutlich Wichtigeres zu tun. Im Norden tauchte erneut ein neuer Teil des Canvas auf. Mehr Platz hieß also erneut mehr Schwarz, Rot und Gold, doch diesmal lief etwas schief. Direkt nach Beginn spawnten zwei Deutschlandflaggen einer Größenordnung, wie sie eigentlich nur vom offiziellen Discord ausgehen konnten. Aber warum zwei? Nun, der Grund dafür ist ebenso banal wie unterhaltsam. Der Beauftragte für die Ankündigung neuer Koordinaten, Terz, war genau in dem Moment, als der Canvas erweitert wurde, auf der Toilette. Und so wusste niemand wirklich, wohin mit den Pixeln und man fing einfach irgendwo an. In diesem Fall hier oben und als Terz kurze Zeit später an seinen Computer zurückkehrte, wurden die richtigen Koordinaten gepostet, womit der offizielle Bau der Flagge, welche als Quasi-Spiegelung der bereits existierenden dienen sollte, auch endlich eingeleitet wurde. Nun, diese Nacht sollte aber noch deutlich spannender werden, denn inzwischen hatte die Nachtwache wieder das Zepter. Anstatt die Geschehnisse aber einfach nachzuerzählen, würde ich euch jetzt gerne einen Bericht vorlesen, den einer der tapferen Nachtwache-Soldaten während alles live passierte schrieb, denn wenn wir schon Quellen aus erster Hand haben, finde ich, sollten wir die Nacht mit den Augen der Pixler betrachten, die anwesend waren. Also los. 0 Uhr. Die Tagschicht verabschiedet sich zu ihrer wohlverdienten Erholung. Doch einige tapfere Soldaten bleiben standhaft. 0.30 Uhr. Einige wenige Soldaten genügen, um die Flagge zu verteidigen. Im Chat entstehen gute Memes, die Stimmung ist heiter und alle genießen einen erfolgreichen Tag. Noch ahnen sie nichts. 1 Uhr. Entgegen allen Erwartungen wird der Canvas nach oben erweitert. 1.03 Uhr. Der Ping erfolgt umgehend. Alle Soldaten springen auf, bereit ihre Pflicht zu erfüllen. Keine Gefahr ist zu groß. Noch bevor eine Strategie der Admiräle entsteht, stürmen sie drauf los, bereit das deutsche Hoheitsgebiet zu erweitern. Es entsteht eine 20 Pixel große Flagge an der obersten Ebene. Doch nach wenigen Minuten wächst sie schon auf 32 Pixel. Ziel ist wie gewohnt die gesamte Horizontale. Aus Angst ziehen die Gegner auf halber Strecke die Enden, welche ohne Gnade durchbrochen werden. 1.07 Uhr. Wieder allen Erwartungen wird nicht die obere Flagge als Ziel angesetzt. Als neues Ziel soll die Allianz mit den Niederlanden gespiegelt werden. Die Soldaten folgen den Befehlen. Ein Zweifrontenkrieg ist in vollem Gange. Beide Flaggen werden parallel ausgebaut. Die obere erfährt kaum Gegenwehr. Ihre Größe übersteigt alle anderen Projekte bei weitem. Der Fokus wechselt zur Spiegelung. Mit Brasilien entsteht der erste größere Gegner, der Teile unserer Flagge beansprucht und vollumfänglich grün einfärbt. Die Nachtwache stürmt in Stegis Chat, der mit 21.000 Zuschauern ein Papa-Platte-Gesicht gebaut hat. Stegi tritt der Zentrale bei und präzise koordinierte Raids übernehmen Brasilien. Mit Stegis Hilfe wird das nächste Projekt blitzartig überfallen und eingenommen. Den Zwischenraum einzunehmen ist für die Stuhlameere eine Formsache. Bei Stegi wurden tausende Nachrichten und ein Hype-Train Level 5 als Dankeschön der Nachtwache hinterlassen. 2 Uhr. In den nächsten Stunden werden die Flaggen befüllt und die ersten Artworks erstellt. Die Diplomaten werden nach Brasilien geschickt, um die Fronten nach der von uns in der Mitte durchtrennten Flagge zu glätten. 3.28 Uhr. Es konnte keine Einigung erzielt werden, wonach wir uns im Krieg befanden. Mit einem Artwork wurde die Stellung gefestigt. 3.48 Uhr. Das nächste Artwork, Tabaluga, stabilisiert unsere Stellung weiter. 3.57 Uhr. Ruhe kehrt ein und die Produktivität steigt. Brezeln folgen. 4.23 Uhr. Benjamin Blümchen folgt. Daraufhin kommt unser bisher größter... Mal weiter, warte. ...stabilisiert unsere Stellung weiter. 3.57 Uhr. Ruhe kehrt ein und die Produktivität steigt. Brezeln folgen. 4.23 Uhr. Benjamin Blümchen folgt. Daraufhin kommt unser bisher größtes Artwork. Bernd das Brot in Thanos-Rüstung wird 90 Pixel hoch errichtet. Voll geil. Ein Meilenstein. 4.30 Uhr. Memes und Fragen erheitern unsere Soldaten. Heroische Geschichten über die erfolgreiche Nacht werden in Memes festgehalten. Nach der Taufe durch ihre erste Schlacht wird den neuen Rekruten die Bedeutung des Stuhles offenbart. Zwei Drittel der Belegschaft haben sich in ihr wohlverdientes Schläfchen zurückgezogen. Eine eiserne Reserve lauert auf Stellung. In der Kommandozentrale sind nur noch drei Admiräle und nicht mal 1000 Soldaten übrig. Man sieht's 5.30 Uhr. XQC startet ein Void zwischen unseren beiden neuen Flaggen. Weit entfernt von uns amüsieren sich unsere Krieger weiter. 5.36 Uhr. Plötzlich dreht das Void in unsere Flagge. 60.000 Zuschauer durchbrechen unsere Verteidigungslinie. Die Reserven der Nachtwache nehmen die Verteidigung auf. 60:1 in der Unterzahl verteidigen sie unsere Flagge bis zum letzten Mann. In der Hoffnung, dass die Tagschicht bald eintrifft. 6.35 Uhr. Ein Zermürbungskrieg entsteht. Die Ländereien der Deutschen sind hart umkämpft, doch in Überhand der Nachtwache. Die explosive Energie XQCs ist verflogen.
7 Uhr, die Übergabe erfolgt. Die Reste unserer Soldaten gehen sich nach einer Nacht voller Schlachten und Narben erholen. Denn sie wissen, die nächste Schlacht lässt sicher nicht auf sich warten. Viel Erfolg bei der weiteren Schlacht. Befüllt die eroberten Gebiete mit tollen Artworks. Das habe ich nicht gewusst. Ich werde in der Zeit wahrscheinlich friedlich geschlafen haben. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Heilige Scheiße. Uff. Und dann die ganze Nacht lang Wache halten und gegenpixeln und gegenpixeln und gegenpixeln. Holy shit. Also, großen Respekt. Vielen, vielen Dank für eure Aufopferung. Vielen, vielen Dank. Sie wird gewertschätzt. Und so endete eine weitere Nacht, in der die deutsche Flagge dem Stuhl zu danken hatte. Und nach so harter Arbeit sollten die Mühen der Nacht selbstverständlich nicht umsonst gewesen sein. Und so folgte man ihren Wunsch. Diese Erweiterung als auch das daran hängende Missverständnis waren allerdings auch dafür verantwortlich, dass, was das Kräfteverhältnis anging, endlich... Das Geblurrte bei CS2, wir wissen alle, was das ist. Wir wissen alle genau, was da gerade passiert. Etwas Normalität einkehrte für die Deutschen, denn in dieser Nacht wurde das Staatsgebiet das erste Mal teilweise von kleinen Artworks überlagert, die sich den vermeintlich übrigen Space zu eigen machten, wie es auch schon letztes Jahr der Fall war. Und auch wenn das Objektiv natürlich gar nicht ging für die Deutschen, würde ich diesen Tatbestand als Glück bezeichnen, denn ansonsten würden wir dieses Jahr nicht wieder zu Augen bekommen, wie wundervoll die Flagge aufgeräumt werden konnte, nachdem die Übergabe erfolgt war. Und als wenn Geschichte sich wiederholen würde, lief dieser Prozess auch dieses Jahr übrigens wieder etwas zu gut. Denn als die Aufräumaktion in der unteren Flagge an der portugiesischen Grenze ankam, naja, machte man irgendwie einfach weiter. Und aus dem Bereich, der in der Nacht zuvor gar nie wirklich zu Deutschland gehörte, wurde plötzlich erneut eine Flaggenerweiterung und erst eine wirklich relevante Fraktion, die Valorant Community, brachte die Deutschen dazu, wieder anzuhalten. Aber auch nicht sofort. Über einen nicht allzu kurzen Zeitraum kämpften die deutschen Pixel um eine Eintrittserlaubnis auf dem Valorant Artwork, doch bekamen sie nicht. Wow. Letztendlich auch, weil man aktiv half, Valorants Artwork mit zu verteidigen und so die deutsche Hivemind-Krake, die dank dieser Aktion später übrigens auch mit diesem wundervollen Artwork ihren Platz auf der Flagge bekommen sollte, im Zaum halten konnte. Hivemind, sowohl geil. Die Verwirrung bei dieser Erweiterung als auch dieser Übermut führten dazu, dass man als deutsche Community nun aber eine deutlich größer als erwartete Fläche zu verwalten hatte und über den vierten Tag verteilt dann auch auf der deutschen Seite mal ziemlich in Zugzwang kam. Und boy, wenn die Deutschen overperformen müssen, dann schaffen sie es. Ein Kunstwerk nach dem nächsten wurde auf die Flaggen gedruckt. Von einer Wiederkehr des Stuhls über Comic- und Kinderserienanlehnungen in Massen und Recyclingmüll, denn Mülltrennen ist eine nationale Identität. Ordnung muss sein. Bis hin zu kulturell relevanten Personen und Orten war alles dabei. Aber trotz dieser Hochphase der Kunstkreation konnte man einfach nicht beide Flaggen komplett befüllen. Damit man nun aber nicht in dieselbe Lage wie Frankreich einen Tag zuvor kam, entschied man sich in der deutschen Kommandozentrale für einen ziemlich smarten Schachzug. Die nördliche Flagge wurde für andere Communities geöffnet, die nach Absprache mit dem Discord ihre eigenen Ideen auf dem schwarz-rot-goldenen Hintergrund verewigen durften. Und so wurde der größte Teil der neuen Erweiterung zu einem nicht ganz typischen, aber definitiv schön anzusehenden Hub für Artworks aller Art, als auch eine massiv hohe Anzahl an Fax-Best-Schriftzügen, die vorerst unangefasst blieben, aus einem einfachen, aber langsam auch irgendwie nicht mehr überraschenden Grund. Es gab noch eine Erweiterung. Und an diesem Punkt führte die Geschwindigkeit dieser Erweiterung und die Tatsache, dass das Event inzwischen 5 Tage dauerte, dazu, dass am deutschen Discord als auch generell auf dem Canvas die Aktivität etwas nachließ. Es ein wenig ruhiger wurde und man die Ziele etwas anpasste. Und ganz ehrlich, das war auch angebracht, denn inzwischen gehörte so viel Fläche dieses Canvas bereits zu Deutschland, dass etwas Platz... Wenn man sich alleine das Bild so anguckt, wie unglaublich viele Menschen an unglaublich vielen Artworks gearbeitet haben. Und ich weiß, es gab Reibungen, es gab Kriege und so weiter, ne, klar. Aber guck mal, wie viele Menschen weltweit... Egal welche Nationalität, welche Überzeugung, welche Religion, welche Hautfarbe, welche irgendwas, keine Ahnung. Es ist scheißegal, es spielt keine Rolle. Es spielt da alles einfach keine Rolle. Und so viele Bilder miteinander, manchmal gegeneinander, manchmal aufeinander, manchmal untereinander. So unglaublich viele Bilder, dass man überhaupt nicht weiß, wo man hingucken soll. Man weiß überhaupt, es sind, guck mal, wie viele das einfach sind. Hier in der Mitte ist ein kleiner, da ist unser Lurch. Aber wie viele das einfach sind und wie viele Menschen daran beteiligt sind, wo all das, was sonst eine Rolle spielt, einfach keine Rolle mehr spielt. Geil. Also, und ich finde, das ist so unter anderem, abgesehen natürlich von der deutschen Maschinerie, ja, abgesehen davon, ist das für mich, glaube ich, so mit das Besonderste an diesem Projekt. Das ist halt schon super geil. Ist echt, also wenn man drüber nachdenkt, ist es halt echt beeindruckend. Sehr sogar.
da, wie ich finde, auch nicht schadete. Tatsächlich kam man mit dieser Erweiterung und Erwartung dann aber noch auf eine neue Idee, mit der Deutschland es schaffte, herauszustechen. Man war sich recht einig, dass noch eine Flagge echt nicht sein muss, und daher setzte man sich mit den Verbündeten bei Place NL zusammen und errichtete einen großen goldenen Bilderrahmen, der direkt zu Anfang mit zwei traditionellen Kunstwerken gefüllt wurde. Ihr wisst, diese analoge Malerei, falls ihr mal davon gehört habt. Und noch deutlich mehr sollten dazukommen. Außerdem wurde noch etwas weiter östlich eine Europakarte zur Pixelung freigegeben, ja, als Symbol für Zusammenhalt, und auch weil das immer noch besser war, als noch eine Flagge zu pixeln. Den gesamten restlichen Lebenszyklus dieses Artworks über gab es zwar immer wieder welche, die in Geschichte hinten gesessen haben und deswegen es witzig fanden, zu versuchen, Polen auch schwarz-rot-gold zu färben, aber da konnte man dann doch recht gut gegen anhalten. Trotz dieser Umplanung entwickelte sich auch hier im Hintergrund wieder eine Deutschlandflagge, die vom deutschen Hivemind durchgesetzt wurde. Da sie aber offiziell nicht geplant und daher auch nicht verteidigt wurde, hielt sie nur für wenige Stunden. So, und wenn wir jetzt mal rauszoomen, ja, dann fällt den Geometriebegabten unter euch vielleicht etwas auf. Dieser Canvas ist seit der letzten Erweiterung quadratisch. Wisst ihr, wie die letzten zwei R/Place Canvas am Ende des Events aussahen? Quadratisch. Wenn man jetzt also 1 und 1 zusammenzählt und damit nicht nur die verhältnismäßigen Seitenlängen eines Quadrats darstellt, sondern auch einfach nur logisch denkt, könnte man ja annehmen, dass dieses Jahr auch mit dieser Größe ein Ende in Sicht ist. Richtig? Falsch. Nun. Es folgten noch zwei Erweiterungen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, haben diese bereits existierende Probleme nur amplifiziert. Überlagerte Gebiete auf der Nordflagge wurden noch schwieriger zu reinigen, sodass man sich dazu entschied, von den Reinigungen ganz abzusehen und sich auf andere Gebiete zu konzentrieren. Und davon gab es jetzt wieder genug. Denn auch wenn die Erweiterungen etwas viel wurden, galt hier nur eins. Noch einmal zeigen, wozu die deutsche Community imstande ist. Natürlich. Und so ging das, was man schon etliche Male gesehen hat, aber immer wieder schön ist, von vorne los. Und erneut verteilten sich die drei Farben auf beiden Erweiterungen, zwischen denen übrigens mehrere Stunden lagen, die ich aus bestimmten Gründen, die ihr gleich noch erfahren werdet, aber zusammenfasse. Und wie gewohnt stellte sich niemand den drei Farben in den Weg. Nachts war dieser Prozess zwar noch langsamer als bei der Erweiterung, die tagsüber passierte, letztendlich schmückten alle drei Flaggen aber gekonnt die gesamte Breite des Canvas. Und selbstverständlich wurde noch das Beste gegeben, um davon auch noch alles zu verzieren. Einer der brillantesten deutschen Subreddits meiner Meinung nach, r/Tjazog auf der neuen Fläche um, ein Overhead-Projektor, Staugassenschild und Ritter Rost bekamen einen Platz, als auch das Taxi, das drei ikonische Figuren des deutschen Fernsehens von einem Marderschaden erlöste, war dabei. Auch die rechte Seite forderte sein Pixel-Tribut, als die Erweiterung erschien, und auch dort passierte... Moment. Nichts? Das erste Mal ging die Dekoration langsamer voran als sonst. Alles ging langsamer voran. Überall. Und das lag an zwei Dingen. Einerseits kümmerte man sich mit der Perspektive darauf, dass das Event bald zu Ende gehen könnte, darum, mit vielen Ländern zusammen ein bunt ausgemaltes Fuckspace, um nochmal ein Zeichen zu setzen, in der Mitte der neuen Erweiterung zu verewigen. Und dann gab es noch den hier. Ein großes Finale stand bevor, denn am scheinbar letzten Tag von Aslash Place trat plötzlich XQC, der größte englischsprachige Streamer, auf den Plan. Dieser fing an, in scheinbar zerstörerischer, willkürlicher Laune Communities anzugreifen und ihre Arbeit zunichte zu machen. Und selbstverständlich dauerte es nicht lange, bis die ersten Zusammenschlüsse dazu greifen und... Das habe ich... 32. Das... Guck mal hier, das Technoblade-Ding. Was wird überschrieben? Ihre Arbeit zunichte zu machen. Und selbstverständlich dauerte es nicht lange, bis die ersten Zusammenschlüsse darauf. Oha! Oha! Darauf reagierten. Und was dann geschah, was für eine Welle dann plötzlich über alle Sprachen, Communities und Ländergrenzen hinweg, über den Canvas hinwegfegte, wird sich so wahrscheinlich nie wieder wiederholen. Er greift damit Rubius-Gebiet mit an. Oh no. Put black on the white then. October, November, December. Wie er es versucht. The middle is impossible to fucking get. Kennt ihr auch nicht hier den Technoblade? Ist doch egal. Es liegt nicht daran, dass es die Mitte ist. Es liegt daran, dass alle drauf gucken. Er kommt nicht durch. Er kommt nicht durch. Chat, who's doing that? Alle. Alle tun das. This is so botted. Okay, Österreich. Okay. Österreich verteidigen. Los geht's. Oh mein Gott. Es ist wieder weg. Es ist wieder weg. 88.000 Zuschauer. Team 2, April, May, June. Go in. Nein. April, May, June. Nein. Team 2, Pixel dagegen. Warte. Weg damit. Das ist die deutsche Flagge. Verschwende eure Pixel nicht für eine deutsche Flagge jetzt. Chat, who is doing all that? Die Deutschen. Du bestimmt auch. Oh. Ja. It's a streamer. Oh no. Will er jetzt Papa Platte nuken? Was macht er jetzt? Ey, wenn er unser, Drachen angreift, dann müssen wir ihn verteidigen. Haltet eure Pixel, haltet eure Pixel. Okay, da verteidigen wir mit. Instandhalten! Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Links oben, links oben. Das ist auch so asi, den Drachen anzugreifen, ne? Also, die indische Flagge
ist halt einmal eine Flagge gewesen. Die Flaggen sind halt nicht so besonders schön, wie bei der französischen halt, ne? Flaggen an sich sind nicht besonders schön, ist einfach so. Aber Alter, der Drache sieht halt richtig, der sieht richtig geil aus. Den zu nuken ist einfach, das ist einfach Kacke. So, passt auf! What the fuck? Am Leben halten, am Leben halten! Er kommt jetzt schon nicht durch. Junge, Papa hat einfach fast gleich viele Zuschauer wie XQC. Was ist hier los? Der Discord eskaliert auch. Oh Gott. Alle helfen, Drache defenden. Deutschland kommt. Okay, Leute, gegen Pixeln. Junge, er denkt, dass die keine Overlays haben. Weg damit, weg damit. Guckst du dir an da oben? Das ist schon geil. Das ist schon sehr, sehr geil. Schon wieder, die Welle ist schon kaputt. Die ist schon gone. Junge, vor allem, imagine, jemand würde ihm mitteilen, dass das nicht das Einzige ist. Dass auch das mit von ihm ist. Und dass auch das mit von ihm ist. Und dass auch hier drüben noch was. Imagine, und da, keine Ahnung. Er schafft es nicht mal, eins davon kaputt zu machen. Boah, das ist viel. Das ist viel, aber es muss gegen angehen. Ja, aber das bleibt nicht. Guck mal, das war schon wieder. Das war nur einmal kurz. Das wird sofort repariert. Anywhere, okay. Jetzt ist der große Kampf. Jetzt ist der große Kampf für alles. Weg damit. Haltet die Stellung. Bleibt drin. Die hellblauen weg. Alle weg. Ja, er hat gespreadet, und jetzt wird erst deutlich, wie schwach er ist, weil er sich über das ganze Artwork verteilt hat. Dadurch wird erst deutlich, wie schwach er ist. Es wird so stark gehalten. Der gesamte deutsche Discord ist da, alle helfen mit. So gut. Ja, er gibt auf. Er gibt auf. Kevin hat wirklich XQC gestürzt. Geil. Holy shit. Das ist schon sehr, sehr strong. Was ist das jetzt? Wo kommt das her? Ja, wer ist das? Oh mein Gott, wir dachten, es wäre vorbei und plötzlich kommt hier irgendjemand anderes und snappt mit rein. Okay, es war nur das GG, Das funktioniert nicht. Alter, als ob der Krieg wirklich für uns ausgeht. Holy shit. Battle Tactics from a Specialist. Zulässt sich jetzt Verstärkung, maybe. Chat, you guys need to listen very carefully. If you are born on a sing on a day, when I say one, I'm born on a 12th. If I say 12, I, if you're born on the 12th, you're attacking the eye. Okay? Was? But you only fire when I call out your month. So you have to remember what spot you are for your day. Okay, I will have 30 spots. Okay, wir machen einfach genau das Gleiche. Wir machen einfach genau das Gleiche, was er sagt. Nur für die Verteidigung. Wenn ihr am ersten seid, dann verteidigt ihr auch da, wo die am ersten angreifen sollen. 9, hold here. 10, left. Das könnte sich niemals merken. What was 2, ja genau. 11, this red part, 12, this gray part. Okay, wir verteidigen einfach so, wie er angreift. January, send it, now. Nur Januar? February, go. February, go. Ist er dumm? Durak wird gebeutet parallel. Oh, tatsächlich. Reddit wieder down? Wirklich? November, send. Da passiert nichts mehr, Ist legit eingefroren. Wieso steht's jetzt still? Hier drüben ist alles eingefroren. Ich will gerade so ein großes Rätsel. Warum kann man hier placen, aber da drüben nicht? Hä? Oh, Aktualisierung. Oh! Reparieren! Jetzt wurden die Server, zu seinem Vorteil ausgefallen. Oh, fuck. Die Fans, hold it! Hold it! Fucking hold it! Wir haben auch den Raid-Server gekillt, glaube ich sofort. Nice. I need full defense. I need literally everybody there. Immerhin. Junge, jetzt zeichnet er die Zones wieder ein. Es ist schon done. Du hast schon verloren. Guck dir den Drachen an, der steht wieder. Guck ihn dir an, er steht wieder. Was macht der? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Alle sind drauf. Okay. 31. 32. Ihr verteidigt einfach dasselbe. 32. Wir machen das gleiche, was er sagt, aber in der Verteidigung. 1:1. 32. Was ist denn 32, Bruder? Was für 32? Warum denn Monat? Ist er dumm? Ist er Brege? Oh, es ist gut. Oh, es ist schön. Boah, okay, das klappt diesmal aber. Alle Januar-Leute zur Verteidigung. Los. Alle Februar-Leute zur Verteidigung. Alle März-Leute zur Verteidigung. April,
Alle April-Leute zur Verteidigung. May send it. Alle Mai-Leute zur Verteidigung. Okay, er zieht das Tempo an. Wir müssen auch das Tempo anziehen. Auch alle August-Leute zur Verteidigung. Los, haltet es. Er kommt also nicht. Ganz kurz, genau, ganz kurz vielleicht sinnvoll zur Erklärung. Jeder kann nur alle 5 Minuten einen Pixel platzieren. Deswegen hat er das in Wellen aufgeteilt quasi. Ne? Also alle Leute, die im Januar geboren sind, jetzt. Alle Leute, die im Februar geboren sind, jetzt. Alle Leute, die im März geboren sind, so quasi. Ne? Und dann hat er es auch nach Tagen probiert. Und alle Leute, die im 1. geboren sind, am 2., am 3., am 4. Und dann hat er hochgezählt bis zum 32. Alle Leute, die am 32. geboren sind, jetzt. Das ist sehr schön. Durch. Er kommt actually nicht durch. Er hat keine Chance. Da waren schon 4 Minuten. Okay, dann 4 Minuten. Er ist so mad. Er ist wirklich mad. Er ist fucking mad. Er schafft es nicht. Er denkt, er ist der größte Streamer und schafft alles. Und dann wird er aber von dem ganzen Land aus Kombination von Streamern und den Menschen aus dem Land komplett weggepixelt. Er hat einfach keine Chance. Er hat gar keine Chance. Puh. You see, I watch Palpatine, Palpatine. Good. I watch Pepper Black with me. Holy. I watch Mischief. Look at me, guys. Look at me. I'm using a tool. A pog. Nun. Wie mad er ist. Wie fucking mad er ist. Du bist so raus. Du bist so raus. Wir haben es geschafft. Wir haben das fucking geil gehalten. Super, wir haben geil das so böse gehalten gegen ihn. Alle. Ihr alle im Discord. Alle bei Kevin im Stream. So gut. Oh, stimmt. Hier geht auch was. Hä? Was ist das? Das ist das Play. Das ist das Play gerade. Nein, das ist nicht der russische Streamer schon wieder, oder? So ein Hurensohn. Nee, er hilft, er hilft, er hilft. Der hat immer alles kaputt gemacht die letzten Tage und jetzt hilft er? Kein Hurensohn, komm mal zurück. Geil. Junge, wie viele Voice-Chats voll sind. Es sind 3333 in der Kommandozentrale. Was kommt jetzt wieder für eine Strat? Oh, jetzt versucht er das wieder. Kevin will 32 auf das Glurak schreiben. Ja. 32. Oh, wie schnell. Ah, ist schon geil. Jetzt mal die Tube. Oh, schön. Junge, wie er das überlebt. Also, eingeschenkt. Junge, dass dieser Kampf auf einem fucking Yu-Gi-Oh!-Drachen auch ausgeführt wird, ne? Wo sind wir hier? Also basically, als er in der Mitte angegriffen hat, hat auch der gesamte deutsche Discord alle Communities mitgemacht und jetzt gerade kämpfen alle mit auf, also alle sind auf unserer Seite. Also es ist der ganze deutsche Discord, es ist Papa Platte und es sind alle große Streamer. Mischief ist bei uns dabei, der größte russische Streamer ist dabei. Alle pixeln mit gerade gegen XQC. Und XQC ist gerade in der 7. oder 8. Angriffswelle auf diesen Drachen. Und er kriegt's einfach nicht hin. Er kriegt ihn nicht kaputt. So, who do we attack? Ja, er hat aufgegeben, er will was anderes angreifen. Ja, er hat echt aufgegeben. Er hat wirklich aufgegeben. Voll spannend einfach. Wir haben gewonnen. Ich glaube, war das nicht spannend. Let's fucking go, guys. Let's fuck. Und das muss so viel spannender gewesen sein, wenn man dabei gewesen ist. Mann, ich ärgere mich einfach. Oh, ich hätte das... Oh, Mann. Fucking go. Wir haben den größten Stream auf dieser Plattform abgewehrt heute. Und so passierte es, dass ein gigantisches Bündnis auch so ziemlich allen Parteien, die das Event live verfolgten, sich gegen den live insane geil, glaube ich, XQC durchsetzte und bis zum Schluss nicht zuließ, dass diese auch nur einen Hauch von Zerstörung anrichtet. Voll in geil der Enthüllung einer großen Gefahr sah man einen universellen Grund zusammenzuarbeiten und das ohne großartig zu kommunizieren oder sich Gedanken zu machen. Ein wundervolles Beispiel dafür, was r/Plays hervorbringen kann, auch wenn es hier natürlich alles nur ein großes Meme war. Als sich die Parteien versöhnten, griffen die eben noch verfeindeten Streamer übrigens gemeinsam die Türkei-Flagge an, der es kurze Zeit später gar nicht mehr gut ging. Und auch noch ein paar andere Communities, wie die Brownies, mussten unter ihnen leiden. Der größte Lärm war aber erstmal vorbei. Das gab den Deutschen noch einmal kurz Zeit, ein paar neue Ideen auf dem frei gewordenen Space zu verewigen. No. Und so schafften es unter anderem diese schöne Germanisierung japanischer Popkultur und auch die vorher schon angesprochene Krake auf die Flagge. Was einige von euch vielleicht vermissen werden und ich in diesem Kontext euch auch gerne noch zeigen würde, ist die Kanada-Flagge. Denn wenn ihr euch erinnert, war diese letztes Jahr ein gigantisches Meme, ganz allein ausgelöst dadurch, dass sie ihr Ahornblatt auf der Flagge nicht einmal verwirklichen konnten. Auch dieses Jahr sah es für die Kanadier anfangs nicht gut aus und ihre Flagge ziemlich genau in der Mitte des Canvas Banana litt wieder und wieder logischerweise auch unter Trolls. Die Banana, wollten, dass es dieses Jahr genau beendete. Nun, die Kanadier haben seit letztem Jahr und bei Apple rechts daneben voll geil dazugewonnen, denn sie benutzten diese Flagge als eine Art Ablenkung, eine Decoy-Flagge und errichteten eine zweite Flagge nur wenige Pixel entfernt. Und so schafften es sogar die Kanadier, dieses Jahr ihr Ahornblatt fertigzustellen.
Und praktischerweise habt ihr in dieser Timelapse gerade auch ein zweites Highlight des Canvas mitbeobachtet. Ja. Direkt daneben hat Ozu nämlich eine gesamte Pixel-für-Pixel-Replikation des Musikvideos Bad Apple hinterlassen. Nun, lange sollten die Ideenschmieden der deutschen und aller anderen Communities aber nicht mehr weiterlaufen können, außer für einen letzten Vorstoß. Denn am Abend des 25. Juli, als viele bereits das Ende erwarteten, änderte sich ein letztes Mal etwas Grundsätzliches. Nur noch weiße und graue Pixel konnten gesetzt werden. Und ich weiß nicht, ob die Reddit-Admins sich gedacht haben, dass vielleicht einige Communities ihre Artworks in 5 Graustufen umwandeln würden, was bestimmt auch cool gewesen wäre. Aber was tatsächlich passierte, war irgendwie absehbar. Denn anstatt den Canvas komplett zu zerstören, kam ein letztes Mal alle Nutzer zusammen und wortwörtlich jede Person, die mitgewirkt hatte, wusste über den einen oder anderen Weg, was der Plan war. Ein gigantisches Fuckspace sollte die Leinwand zieren. Es gab ein paar mehr Ansatzpunkte, doch recht schnell einigte sich, dass diesmal weltweite Hivemind auf einen Anfangspunkt. Und so wurden erst Konturen und dann die Buchstaben selbst Stück für Stück gepixelt. Als das Fuck beinahe stand, wurden alle grauen Pixel aus der Auswahl entfernt, vielleicht als ein Versuch, die Fertigstellung zu verhindern, vielleicht war es sowieso geplant. Nach und nach wurde der Cooldown zum Setzen eines Pixels immer niedriger und am Ende stand es da, groß und deutlich, Fuck Space. Mit der Fertigstellung dauerte es nicht mehr lange, bis der Rest der Leinwand mehr und mehr in Weiß gehüllt wurde. Und so verteilten sich die weißen Pixel nach und nach über der Leinwand. Nach und nach verschwanden die Geschichten und Erinnerungen, die Menschen auf der ganzen Welt in den letzten 6 Tagen sammelten und erbauten, in dem Nichts und gleichzeitig alles bedeutendem weißen Void. r/Plays kam auch dieses Jahr wieder zu einem Ende und ich hätte über meine und unsere Teilnahme nicht glücklicher gewesen sein können. Lief das Event unter Einfluss eines kontroversen Überthemas ab? Ja. Kam das Event zu früh zurück? Vermutlich. Hätte man vieles besser machen können? Bestimmt. Am Ende haben wir aber das Beste draus gemacht und das war es allemal wert. Danke an die deutsche Community für die Tage, danke an den Discord, danke an all meine Zuschauer, die an diesen 6 Tagen auch mich supportet haben wie noch nie und danke an euch, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Und vielleicht bis zum nächsten Internetphänomen. O7, mein Freund, O7. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.